Auch Musik? Sehr cool. Haben die Pflanzen denn eine besondere Vorliebe an Musik oder? Mozart. Klassik. Ich bin Christine Lüttke, Sucht- und Drogenpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion und das ist eine Cannabisblüte. Heute sind wir in Ebersbach in Sachsen und bekommen einen Einblick in den Anbau und die Produktion von Medizinalcannabis made in Germany. Oh, ja, jetzt kriegen wir unsere Tageslichtdusche. Hier ist eine Medizinalcannabisproduktion. Das heißt, das Cannabis, was hier angebaut wird für medizinische Zwecke, ist vollkommen legal. Wir wollen natürlich auch unsere heimische Wirtschaft fördern und den Standortfaktor Deutschland voranbringen. Wir müssen an die Deregulierung ran. Wir brauchen eine Legalisierung, möglichst auch die Unternehmen mit einbeziehen, damit Cannabis ganz legal auch in Deutschland für kommerzielle Zwecke angebaut werden kann. Es gibt eine Menge Beispiele. Ich persönlich finde das kanadische Modell eines, was man sich durchaus genauer anschauen kann. Da haben wir den Brokkoli. Wir wollen Cannabis zu Genusszwecken für Erwachsene legalisieren, weil wir sehen, dass die bisherige Prohibitions- und Repressionspolitik gescheitert ist. Wir haben eine stetig wachsende Zahl von Cannabiskonsumentinnen und Konsumenten, die sich nur auf dem illegalen Markt versorgen können, wie eben kein qualitätsgesichertes, reines Produkt konsumieren können, sondern verunreinigte Produkte mit schweren gesundheitlichen Schäden. Also ich finde, Bayern und Cannabisanbau passt sehr gut zusammen. Man darf vielleicht in dem Zusammenhang auch erwähnen, dass Hopfen eine ähnliche Pflanzengattung ist wie Cannabis. Also es ist letzten Endes die gleiche Pflanzenfamilie. Von daher finde ich, kann man Cannabis durchaus auch in Bayern zum Erfolg bringen. Der immer wieder von der Union bemühte Vergleich mit den Niederlanden, der hinkt. Unser Nachbarland hat Cannabis eben nur entkriminalisiert und nicht legalisiert. Und genau so wollen wir es ja nicht machen. Frau Lüttke, wird mein Dealer jetzt arbeitslos? Ja. TikTok ist für mich immer ein zweischneidiges Schwert. Ich finde, das muss man sich schon genauer anschauen. Ich habe als Abgeordnete auch keinen eigenen TikTok-Account, weil ich hier schon auch Kontroversen sehe, geostrategisch oder geopolitischer Natur mit Blick auf das chinesische Regime, das ich durchaus kritisch bewerte. Aber die Videos, die wir zusammen in der Bundestagsfraktion drehen und die Clips, die über den Account der Bundestagsfraktion ausgespielt werden, damit habe ich mich bisher immer wohl gefühlt. Neben der Sucht- und Drogenpolitik und der Cannabis-Legalisierung gehört auch der Bereich der psychischen Gesundheit, ein ganz wichtiges Thema, zu meinen Aufgaben. Also Mental Health ist ja was immer wichtiger wird. Daneben betreue ich aber auch die LGBTQI-Themen im Gesundheitswesen. Meine liebste Entscheidung ist tatsächlich die Abschaffung des Verbots der Blutspende für Männer, die mit Männern Sex haben. Das war eine längst überfällige Regelung, die einfach weg musste, weil Blut ist nun mal Blut. Blut ist nicht heterosexuell oder homosexuell, sondern es ist einfach Blut. Und wir haben einen Mangel auch an Blutkonserven und Bluttransfusionen. Deswegen war das ein ganz, ganz wichtiger Schritt, auch um die Stigmatisierung dieser Gruppen einfach zu beenden. Das war mir sehr, sehr wichtig. Da bin ich sehr glücklich drüber. Und ja, was sollte möglichst schnell verabschiedet werden? Ich denke, die Frage kann ich ganz klar mit die Cannabis-Legalisierung beantworten. Das wäre was mir wirklich jetzt am Herzen liegen würde, dass wir hier vorankommen, das Gesetz umsetzen. Zunächst die Cannabis-Anbauclubs und der Eigenanbau, aber dann im zweiten Schritt die regionalen Modellprojekte. Und mein großer Wunschtraum wäre dann natürlich auch am Ende eine vollumfängliche Legalisierung in Deutschland zu haben.